Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Die BaFin hat die EmmaComp zum März diesen Jahres überarbeitet. Es geht ums Online-Brokerage-Tool und die Eigenheitserklärung. In dem Video möchte ich die Änderungen kurz vorstellen. Und ich möchte den praktischen Bezug für die Compliance-Funktion in regionalen Kreditinstituten herausheben. Konkret, ich will zeigen, wie man diese in einer Risikoanalyse verarbeitet. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Also, worum geht es bei den neuen EmmaComp? Es geht um BT3 und der regelt die Informationen, die Wertpapierfirmen ihren Kunden zur Verfügung stellen müssen. Es geht konkret um Online-Brokerage und eine ganz spezielle Konstellation, die mit indikativen Orderwerten zu tun hat, die beachtet werden muss. Das andere und das viel größere Thema ist die Geeignetheitserklärung in BT6. Hier geht es um Anforderungen an den Inhalt der Geeignetheitserklärung. Die BaFin macht hier konkrete Vorgaben, wie es sein soll, wie es nicht sein soll und gibt auch wieder Beispiele. Ich will aber jetzt nicht einfach so die BaFin-Rundschreiben vorlesen und die Anforderungen in den Vordergrund stellen. Ich glaube sogar, dass die eigentlich relativ simpel sind. Ich finde aber, dass sich das als gutes Beispiel eignet, um klarzumachen, wie die Risikoanalyse der Compliance-Funktion gemacht werden kann. Das heißt, ich will in diesem Video verbinden die Analyse dessen, was im Rundschreiben drinsteht, mit der Risikoanalyse und so zeigen, wie die szenariobasierte Risikoanalyse in der Praxis angewendet wird. Der erste Schritt bei der Risikoanalyse ist die Risikoidentifikation. Es geht also um die Bewertung von internen und externen Faktoren, die auf ein bestehendes oder ein neues oder auch ein erst entstehendes Risiko hindeuten. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann. Die meisten Möglichkeiten hat man bei der Analyse bestehender Risiken. Da kann man ein Expertensystem aufsetzen oder eine Datenanalyse. Man kann Interviews mit Know-how-Trägern machen, Indikatoren auswerten, eine Prozessanalyse und, wenn man Zeit und Lust hat, Workshop-Analyse. Für andere Risiken eignen sich im Prinzip dieselben Methoden, aber selbstverständlich bei neuen Risiken weiß man vielleicht noch nicht, welche Indikatoren maßgeblich sind und neu entstehende Risiken kann man nicht mit einer Prozessanalyse bearbeiten. Aber machen wir die Sache der Reihe nach und fangen wir mit der Risikoidentifikation an. Und da stellen wir uns natürlich zuerst die Frage, ist das eigentlich ein bestehendes Risiko oder ist es ein neues Risiko oder ist das etwa eins, das erst in der Zukunft entsteht? Und hier hilft uns schon der Internetausdruck dessen, womit die BaFin das Rundschreiben angekündigt hat. Es ist die Änderung der EmmaComp und die beziehen sich auf Vorschriften in der MiFID, Artikel 24 Absatz 3 und Artikel 25 Absatz 6 der MiFID. Daraus leiten sich gesetzliche Vorgaben im Wertpapierhandelsgesetz ab und in der MiFID-delegierten Verordnung. Und die EmmaComp, die geben einen Hinweis, wie die BaFin diese Rechtsnormen auslegt. Die Vorschriftenlage, also das geltende Recht, hat sich überhaupt nicht geändert. Aber die BaFin hat sich mit der aktualisierten EmmaComp in ihrer Auslegung dieser Vorschriften festgelegt. Das bedeutet, wir haben kein neues Risiko, wir haben ein bestehendes. Also schauen wir uns konkret zunächst mal die Änderungen im BT3 der EmmaComp an und gucken uns an, was dort wirklich neu ist. Oder fangen wir mit dem alten an. Also es ist sowieso klar, und so steht es auch im Wertpapierhandelsgesetz und auch in der MiFID drin, dass alle Informationen, die Wertpapierfirmen ihren Kunden geben, die müssen redlich, eindeutig sein und sie dürfen nicht in die Irre führen. Bisher stand schon in BT3.3.1 drin, was das aus Sicht der BaFin heißt. Und da geht es um zwei Aspekte. Das eine ist, es muss ausreichend sein, die Information. Und der andere Aspekt ist, sie muss auch verständlich sein. Ausreichend bezieht sich auf den Umfang der Information.
Und hier ist der Maßstab interessant. Der Maßstab ist nämlich ein durchschnittlicher Angehöriger der Zielkundengruppe. Der nächste Punkt ist die Verständlichkeit. Und auch hier geht es um den Angehörigen der Zielkundengruppe, und zwar den durchschnittlichen. Es geht darum, ist die Sprache, die dort verwendet wird, so, dass man das verstehen kann. Und die Faustregel ist, je weniger Wissen ich bei dem Kunden unterstellen darf, desto einfacher muss die Sprache sein. Und das war schon immer so. Beim Online-Brokerage-Tool kommt jetzt eine spezielle Situation dazu, die BaFin regelt. Es ist die Situation, in der die Möglichkeit besteht, dass der angezeigte indikative Orderwert abweicht, und zwar massiv abweicht, vom tatsächlichen Wert, der dann bei der Ausführung in Frage kommt. Und wenn das passieren kann, dann, sagt die BaFin, gehört zur ausreichenden und verständlichen Kommunikation ein Hinweis darauf, und zwar vor Orderausführung, dass diese Abweichung der indikativen Orderwerte, die angezeigt werden im Tool, von den tatsächlichen Ausführungskursen passieren kann. Und die BaFin verlangt auch noch einen ausdrücklichen Hinweis auf die Möglichkeit, diese Order zu limitieren. Wie sich die BaFin das im Idealfall vorstellt, steht sogar ausdrücklich formuliert mit Textvorschlägen in BT 3.3.1 der EmmaComp drin. Es gibt aber auch, und das steht am Ende dann, Konstellationen, in denen andere Möglichkeiten bestehen, ohne das Tool umzuprogrammieren, für eine redliche, eindeutige und nicht irreführende Kommunikation. Die Risiken sind wirklich nicht neu. Wer dazu genaueres lesen will, zu indikativen Orderwerten und wie das zusammenhängt, kann das im BaFin-Journal aus dem September 2018 tun. Die BaFin hat damals zusammen mit der Frankfurter Wertpapierbörse, dort der Handelsüberwachungsstelle, eine Marktuntersuchung gemacht und das Problem herausgearbeitet. Es geht letztlich um Penny Stocks, also Aktien, die weit unter einem Euro notieren, oder es geht auch um Optionsscheine, die weit aus dem Geld sind. Und an der Stelle ist es auch schon so, dass die BaFin auch schon in dem BaFin-Artikel gesagt hat, es ist eine Verpflichtung zur redlichen und vollständigen Information, die verletzt wird, wenn Banken nicht auf das Problem hinweisen im Online-Brokerage-Tool. Man kann also tatsächlich sagen, dass es noch nicht mal so ist, dass es eine neue Auslegung der BaFin, der Vorschrift ist, sondern die BaFin hat sich hier lediglich in den EmmaComp festgelegt auf ihre Auslegung. Das Risiko gibt es seit 2018. Okay, und damit sind wir jetzt bei dem Thema 3.3.1 Nummer 6 schon an der Stelle, dass wir die neue Rechtsnorm in den zwei Varianten in das Risikoinventar aufnehmen können. Und zwar entweder fehlt der Hinweis oder die verpflichtende Limitierung fehlt. Kommen wir jetzt zur zweiten Änderung, und die ist ein wenig umfangreicher. Die bezieht sich auf BT 6.1 der EmmaComp, den Vorgaben zu Inhalten der Geeignetheitserklärung. Die bisherige Regelung in BT 6 befasste sich nur mit dem Zurverfügungstellen der Geeignetheitserklärung, und diese Regelungen finden wir fast unverändert in BT 6.2 wieder. Die Geeignetheitserklärung muss die erbrachte Beratung benennen und erläutern, wie sie die Präferenzen, Anlageziele und sonstigen Merkmale des Kunden abdeckt. Es ist also praktisch anzugeben, wie die Empfehlung zum Privatkunden passt. So steht es übrigens auch fast wortwörtlich im WPHG. Was da ein bisschen mehr irreführend ist, und ich muss auch zugeben, ich habe das am Anfang auch so gelesen, ist, man könnte jetzt glauben, die Geeignetheitserklärung beschränkt sich darauf zu sagen, die Anlage ist geeignet. Aber die BaFin sagt ausdrücklich in 6.1 EmmaComp, dass eine floskelartige Feststellung, dass ein Finanzinstrument für den Kunden geeignet ist und auf all diese Merkmale abgestimmt worden ist, nicht ausreicht. Richtig ist, und das fordert die BaFin, eine konkret auf den Kunden bezogene Begründung, warum die Geeignetheit unter Berücksichtigung genau der konkreten Umstände im Einzelfall gegeben ist. Eine pauschale Behauptung, dass die Anlageberatung den Merkmalen des Kunden entspricht
ohne dass man da eine wertende Komponente aufnimmt oder einen individuellen Vergleich zwischen den Kundenmerkmalen auf der einen Seite und dem Gegenstand der Empfehlung auf der anderen, ist falsch. Gefordert wird ein qualitativer Abgleich der Eigenschaften des Finanzinstruments mit den Kundenmerkmalen. Also erstmal habe ich mir da auch gedacht, was denkt sich die BaFin da wieder aus? Aber die BaFin befindet sich in guter Gesellschaft mit der ESMA. Die sind sich einig. In den ESMA-FAQ aus März 2019 findet sich schon der Hinweis, dass die Geeignetheitserklärung individuell auf den Kunden eingehen muss und keine rein floskelhafte Wiedergabe des Gesetzestexts sein darf. In den weiteren Ziffern des BT 6.1 erzählt die BaFin dann, wie beim Verkauf, beim Kauf und beim Halten die Geeignetheitserklärung auszusehen hat. Am einfachsten ist es im Grunde genommen beim Halten, weil man da ja sagen kann, beim Kauf hat man ja die Begründung gegeben und wenn sich davon nichts geändert hat, dann kann man beim Halten einfach sagen, es hat sich nichts geändert. Beim Verkauf ist es ein bisschen schwieriger. Dort ist es, da muss man das Tatbestandsmerkmal nennen, aufgrund dessen der Verkauf empfohlen wird. Also was hat sich geändert beim Kunden oder auch an den Märkten, dass die Geschichte jetzt nicht mehr als optimale Anlage erscheinen lässt? Die meiste Arbeit macht im Prinzip die Kaufempfehlung, denn dort muss im Prinzip alles vorkommen, Kenntnisse und Erfahrungen, finanzielle Verhältnisse, insbesondere die Verlusttragfähigkeit, die Anlageziele, die Risikotoleranz des Kunden und natürlich auch so Fragen wie Anlagedauer und Anlagezweck. So, und auch hier kann man jetzt diese neuen Auslegungen der BaFin ins Risikoinventar aufnehmen. Nach Rechtsnorm gegliedert steht vorne Paragraph 64 Absatz 4 WPHG und die entsprechenden Artikel der MiFID-Durchführungsverordnung. Hinten dran in den Nummern 2, 3 und 4 eben die Geeignetheitserklärung ist bei der Kaufempfehlung falsch oder sie ist bei der Verkaufsempfehlung falsch oder bei der Halteempfehlung. Gut, und jetzt sind wir fertig oder was? Nö, auf keinen Fall. Denn jetzt geht die Risikoanalyse eben überhaupt erst los. Das Risikoinventar führt zur Risikobewertung und hier geht es um die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen. Und wenn es auch am Schluss alles auf eine Expertenschätzung durch den Compliance-Chef hinausläuft, so muss man doch das ganze Thema in eine gewisse Form bringen. Und dazu gehört im ersten Schritt, dass man Skalen festlegt. Aus meinen anderen Videos ist die Skalierung bekannt. Ich wähle die Stufen 1 bis 6. Ich will hier nicht noch mal genauer auf die Skalierung eingehen. Der wichtige Punkt ist aber, dass man erstmal vom Ausgangsrisiko kommt, das heißt auch inhärentes Risiko. Ich nenne das am liebsten Bruttorisiko. Also das ist das, was wir haben, wenn wir keine Maßnahmen hätten, überhaupt keine. Und dann muss man sich anschauen, welche Maßnahmen, welche Kontrollen sind ergriffen worden, die ja vorhanden sind. Und daraus ergibt sich gewissermaßen das Nettorisiko. Das Nettorisiko ist das Bruttorisiko minus Maßnahmen. Und das kann man auch Residualrisiko nennen. Das Ziel ist es, ein akzeptiertes Restrisiko zu erreichen. Und genauso wie wir bei der Wahrscheinlichkeit eine Skala brauchen von 1 bis 6, schlage ich vor, dass wir auch für die Auswirkungen eine Skala von 1 bis 6 machen. 1 vernachlässigbar, Formfehler oder 6 katastrophal, Insolvenz. Bei den Auswirkungen muss man sich aber eins klar machen. Der Tritt auf die Bananenschale kann ganz verschiedene Folgen haben für die Schutzgüter Dritter, rechtliche Folgen, finanzielle Folgen, aber auch Folgen für den Betriebsablauf, Folgen für die Reputation und schließlich kann es sein, dass ein Verstoß die Verwirklichung der Geschäftsstrategie verhindert. Und das hat dann auch Interdependenzen, es gibt da Abhängigkeiten. Ich möchte das an einem Beispiel klar machen. Ein reiner Formfehler, Verstoß gegen irgendwas, was in den MAKOM drinsteht, für sich allein genommen, ohne irgendeine Folge, wird, bin ich mir ziemlich sicher, die BaFin nicht heiß machen. Aber wenn sich Kunden beschweren, weil sie Schadensfälle hätten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die BaFin das Thema aufgreift, schon mal größer. Und so kommt dann zum Schadensersatz wahrscheinlich irgendeine Aktion der BaFin. Und wenn sie das massenhaft im Prinzip durchgehen lassen, dann kommt dann irgendwann auch ein Reputationsschaden hinzu. Und so hängt die Schutzgutverletzung
mit der aufsichtsrechtlichen oder rechtlichen Konsequenz und am Schluss auch mit dem Reputationsschaden zusammen. Und ich glaube, an der Stelle leuchtet jedem ein, dass wenn die Reputation einer Bank, wenn das Vertrauen verspielt ist, dann wird es richtig schwierig, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu zeigen. Wenn man jetzt also Skalierungen eingeführt hat für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit und der Auswirkung, dann kann man auch Risikobereitschaft in einer Matrix zeigen. Ich habe hier einen Vorschlag gemacht. Grün sind die akzeptierten Risiken, gelb sind die Risiken, die man überwachen sollte, damit sie nicht irgendwie in Richtung Rot ausbrechen. Und rot sind die Risiken, bei denen man unbedingt handeln muss. So ein Beispiel. Also ich glaube, wenn man arbeitet, geht immer mal was schief. Und wenn was schief geht und man schädigt jemanden, dann führt das zu Schadensersatz. Das bedeutet eigentlich, dass man jetzt unrealistische Erwartungen hätte, wenn man sagt, es darf überhaupt kein Schadensersatzfall im Bankablauf bei einer Beratung in einem Jahr vorkommen. Dann hat man wahrscheinlich kein Geschäft gemacht. So, das heißt also, hier sind wir keinesfalls im roten Bereich. Das sehe ich im Grunde genommen eher im gelben Bereich. Anders, ja, anders, wenn sicher ist, dass das eine Straftat ist. Wenn Ihr Anlageberater den Kunden betrügt und um sein Geld bringt, dann ist das was, wenn Sie damit rechnen, dass das vorkommt, also wenn Sie wissen, es passiert in einem Jahr definitiv, dann müssen Sie handeln. Und wenn Sie auch nur damit rechnen, dass das irgendwann auf absehbare Zeit kommt, dann müssen Sie das überwachen. So, umgekehrt muss man sagen, also das Thema Insolvenz, existenzbedrohende Gefahr für das Institut, das ist etwas, was interessieren muss, egal wie unwahrscheinlich das ist. Auch wenn es nur einmal alle 100 Jahre vorkommt, solche Risiken müssen mindestens überwacht werden. Und das ist jetzt die Aufgabe der Risikoanalyse. Wir müssen jetzt im Grunde genommen sagen, ja, wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass die Sachen, die ich eben erzählt habe, zum Risiko werden und wie stark ist die Auswirkung? So, und jetzt kann man natürlich erstmal davon von so Erwartungen ausgehen. Dann hat man aber die ganze Landkarte voll mit Punkten. Mein Vorschlag ist, wir fangen an, Negativszenarien zu entwickeln, und zwar relevante Negativszenarien, also welche, die nicht im grünen Bereich sind, sondern mindestens gelb, in denen die Compliance-Verstöße eine Rolle spielen. Und deswegen schlage ich drei Szenarien vor, an denen wir die Risikoanalyse jetzt mal gemeinsam durchgehen können. Erstens, Schaden entsteht wegen indikativen Orderwerten im Online-Brokerage. Zweiter Vorschlag ist für ein Szenario Bußgeld wegen WPHG-Verstoß. Und das dritte Szenario, das wir uns angucken sollten, ist der massenhafte Vertrieb ungeeigneter Produkte. Also kommen wir zum Szenario 1, der Schaden bei den indikativen Orderwerten im Online-Brokerage. Was für Methoden wählen wir für die Risikobewertung? Also das eine ist die Datenanalyse. Wir müssen uns angucken, wie viele Kunden haben wir im Online-Brokerage, wie ist die Anzahl der Umsätze in Penny-Stocks, wie ist das mittlere Ordervolumen. So, und dann müssen wir uns irgendwie auch mal, ja, da kommen wir nicht drum herum, das Online-Brokerage-Tool angucken. Ist da die unlimitierte Ordereingabe überhaupt möglich? Oder ist die limitierte Ordereingabe gewissermaßen voreingestellt, der Kunde muss die aktiv abwählen? Ja, gibt es Warnhinweise? Er nimmt das Online-Brokerage-Tool überhaupt indikative Orderwerte oder zeigt es Geldbriefkurse an, wie es die BaFin im BaFin-Journal 2018 als sehr gut herausgehoben hat. Und am Schluss sollten wir uns auch nochmal den Prozess angucken, in dem das Online-Brokerage-Tool verwendet wird. Es ist ein beratungsfreies Geschäft, klar, aber dennoch, es gibt eine Angemessenheitsprüfung. Und das heißt, es kann ja nicht einfach jeder Kunde einfach Aktienorders in Penny-Stocks machen. Da gibt es gewisse Aufklärungs- und Beratungsanforderungen vorab. Und außerdem gibt es eine Bonitätsprüfung vor Orderausführung. Das sind alles die Bausteine, die wir gewissermaßen berücksichtigen müssen für die Risikoanalyse. Und dann müssen wir uns die Frage der Kausalität stellen. Wie wahrscheinlich ist es? Und da haben wir eine Kette von Ursachen. Erstmal muss der Kunde überhaupt Penny-Stocks wollen. Und er muss das Online-Brokerage-Tool nutzen. Und das Tool muss indikative Kurse verwenden. Und der Kunde erteilt dann auch noch einen Order ohne Limit. Die Order wird ausgeführt und zwar zu einem Preis, der wesentlich höher ist als das, was sich der Kunde vorgestellt hat. Und der Kunde muss dann auch noch nicht sagen, nee, das wollte ich so, habe ich halt Pech gehabt, sondern nein, ich bin damit nicht
einverstanden, ich will den Preis nicht haben. Ja, und dann ist es immer noch Entscheidung der Bank, ob man die Order storniert oder darauf besteht, dass der Kunde halt Pech gehabt hat. Das sind bedingte Wahrscheinlichkeiten, die muss man alle miteinander multiplizieren, sodass wir bei der Bewertung der Geschichte auf einer niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit rauskommen. Konkret würde ich das Szenario als plausibel bezeichnen. Das heißt also, innerhalb von 5 bis 10 Jahren wird das maximal einmal erwartet. Und zwar unter der Prämisse, dass ich die Warnhinweise, die die BaFin fordert, nicht im Online-Brokerage-Tool drin habe. Klar, wenn ich mir das Tool angeguckt habe und das hat die ganzen Warnhinweise, dann kommt es überhaupt nicht vor. Ja, dann müsste ja etwas kaputt sein. Und beim Schadensersatzthema würde ich auch noch sagen, das ist überhaupt keine ausgemachte Sache, dass die Bank dem Kunden für diese Sache Schadensersatz leisten muss. Und es ist auch nicht klar, dass die BaFin irgendeine Rechtsgrundlage hat, hier einzuschreiten. Szenario 2 ist das Bußgeld wegen WPHG-Verstoß. Wie wahrscheinlich ist es, dass man ein Bußgeld wegen eines WPHG-Verstoßes bekommt? Das zerlege ich mal in 2 Komponenten. Der erste Schritt ist, die BaFin muss erstmal merken, dass der WPHG-Verstoß vorliegt. Und im zweiten Schritt übt sie ihr Ermessen aus. Und da kann 2 Sachen herauskommen, nämlich eine sonstige Maßnahme oder ein Bußgeld. Und jetzt kann man auch hier wieder bedingte Wahrscheinlichkeiten annehmen. Die Tatsache, dass die BaFin Kenntnis erlangt von dem WPHG-Verstoß, halte ich für sehr wahrscheinlich. Warum? Also zunächst mal macht die BaFin selber Testkäufe, schickt also verdeckte Ermittler in Filialen rein und lässt sich mal beraten. Da kriegen die relativ schnell raus, wie das da läuft. Oder wenn ein Schadensfall eintritt, wie in dem Beispiel vorhin, der Kunde beschwert sich wirklich und die Bank macht nichts gegen die Beschwerde, dann beschwert er sich als nächstes bei der BaFin, bevor er zum Gericht geht. Davon erlangt die Bank BaFin Kenntnis. Schließlich ist es ja auch noch so, dass die ganze Wertpapierorganisation regelmäßig von Prüfern untersucht wird. Und die merken mit Sicherheit, wenn man gewisse Themen nicht so bearbeitet, wie sie soll. Das steht im Prüfbericht. Die BaFin liest sich diese Prüfberichte durch. Und am Schluss kann es auch noch sein, dass die BaFin eigene Kenntnis sich verschafft in der Durchführung einer Prüfung nach § 44 KWG, ordnungsgemäße Geschäftsorganisation. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die BaFin einen WPHG-Verstoß zur Kenntnis kriegt, ist sehr, sehr hoch. Aber gibt es ein Bußgeld? Und das hängt von der Ermessensausübung ab. Und das ist natürlich klar, wenn die BaFin aus einer 44er-Prüfung festgestellt hat, dass man BPHG nicht umgesetzt hat, und dann kann es auch das Online-Brokerage-Tool zum Beispiel sein, wo man sich beharrlich geweigert hat nach Testkäufen und nach Kundenbeschwerden und nach wiederholten Feststellungen durch den Prüfer, nach einer 44er-Prüfung das immer noch so macht, dann kann es gut sein, dass man das Bußgeld auch fängt. Aber wenn es wirklich nur ein folgenloser, einmaliger Formverstoß ist, dann ist schon die Frage, ob die BaFin hier überhaupt ihr Ermessen in die Richtung ausübt, etwas zu tun. Das Szenario ist für mich also teilweise plausibel. Innerhalb von 10 bis 25 Jahren erwarte ich sowas maximal einmal. Aber wie gesagt, dass wir uns richtig verstehen, ein Bußgeld wegen einem reinen Formverstoß. Kein Schadensersatz, sonst nichts. Einmaliger, leichter Formverstoß. Das bringt uns jetzt zum Szenario 3, dem massenhaften Vertrieb ungeeigneter Produkte. Ja, was hat das denn jetzt eigentlich mit der Geeignetheitserklärung zu tun? Gucken wir uns den Beratungsprozess in der Anlageberatung an. Die Geeignetheitserklärung ist dort der vorletzte Schritt. Es ist gewissermaßen die Ergebnisdokumentation der korrekten Beratung. Sie enthält aus Sicht der BaFin die materielle Begründung, warum es empfohlen ist. Und das bedeutet, hier werden alle Bestandteile des Prozesses, der in BT7 beschrieben ist, ich hatte dazu ja das Video letztes Jahr gemacht, aufgegriffen. Das heißt also, im ersten Schritt können Fehler in der Geeignetheitserklärung dadurch entstehen, dass ich den Kunden schon nicht richtig verstanden habe. Ich habe die Angaben nicht eingeholt, den WPHG-Bogen falsch gemacht zu Deutsch. Oder da stehen Sachen drin, die nicht plausibel sind oder Sachen, die nicht aktuell sind.
Oder ich verstehe das Produkt nicht. Ich habe die Produktmerkmale nicht richtig erfasst in meinem System. Ich habe die Risikofaktoren falsch abgebildet. Ich habe irgendwas aus der WM-Datenbank genommen, was darauf hindeutet, dass das eine Anleihe ist. In Wirklichkeit ist es ein Zertifikat. Ich habe die Komplexität der Anlage nicht erfasst als Berater. Oder die Marktverhältnisse nicht richtig im Blick gehabt. Das alles sind Fehlerquellen, die beim Thema Produktverständnis eine Rolle spielen. Und dann kommt es auf die Auswahl der geeigneten Anlage an. Das ist das Thema Angemessenheit. Also ich muss die richtige Risikoklasse haben und die richtige Erwartung des Kunden. Und dann kommt das Thema Geeignetheit, Anlageziele, Anlageportfolio des Kunden und natürlich auch direkte und indirekte Kosten. Ich darf nicht das Portfolio im Prinzip dadurch kleiner machen, dass ich es dauernd umschichte und das kostet einen Haufen Geld. Und all diese Fehlerquellen, die kristallisieren sich in einer falschen Geeignetheitserklärung. Und da kommt man dann zum Thema, wie analysiere ich dieses Risiko? Und ein wesentlicher Aspekt davon, den man aber hier nur kurz ansprechen kann, ist die Prozessrisikoanalyse. Und da geht es um die klassischen Ob-Risk-Fragen. Unsachgemäße Beratung, unerlaubte Handlungen, Bearbeitungsfehler, aber auch kriminelle Handlungen von außen. Und das alles sollte man verheiraten mit einer Datenanalyse. Also man muss sich angucken, Anzahl, Volumen, durchschnittliche Ordergröße und das alles bezogen aufs Beratungsgeschäft. Denn klar, Anlageberatungsfehler mit Geeignetheitserklärung kann ich nur da machen, wo ich überhaupt Anlageberatung erbringe. Und ein Tipp, den ich da geben kann, ist, an der Stelle, wo ich nicht genug Informationen vom Kunden habe oder der etwas bestellt, was ich eigentlich selber nicht verstehe, da muss ich die Beratung ablehnen und beratungsfreie Orderausführungen durchführen. So, dann muss ich natürlich auch mir angucken, welche Produkte und Risikokategorien ordne ich welchen Kundengruppen zu. Diese ganzen Analysen muss ich miteinander in Einklang bringen. Was man aber hier schon sieht, ist, anders als beim Online-Brokerage-Tool, wo diese ganzen Bedingungen der Reihe nach hintereinander vorkommen mussten, um überhaupt zum Schadensszenario zu führen, habe ich hier praktisch nebeneinander stehende gleichberechtigte Möglichkeiten, dass es schiefgehen kann. Wenn ich den Kunden falsch verstanden habe, kann es schiefgehen. Wenn ich die Produktkategorisierung nicht verstanden habe, kann es schiefgehen. Und wenn ich das Matching von Kundenbedürfnissen zum Produkt nicht hingekriegt habe, kann es auch schiefgehen. Das heißt, wir kommen beim Thema inhärentes Risiko automatisch auf sicher. Ist ja auch intuitiv klar. Das alles, was ich hier angesprochen habe, richtig zu machen, ohne es zu organisieren, eigentlich auch ohne ein Computerprogramm am Start zu haben, das praktisch dieses Matching der Risikoklassen mit Kundengruppen und alles automatisch macht und daraus auch eine Dokumentation erstellt. Also die Geeignetheitserklärung am Schluss dann ausdruckt nach der Beratung. Wenn ich das versuche, ohne Computersystem zu machen und ohne Anweisungen und Schulungen, dann habe ich verloren. Das inhärente Risiko ist hoch. Ja, aber wie sieht es denn wirklich aus? Ich meine, wir kennen uns doch alle aus mit dem Ablauf in Retailbanken. Es kommt auf die Beherrschbarkeit der Risiken an. Und hier gibt es zwei Aspekte, die uns als Compliance-Funktion helfen können. Das eine ist das IKS. Die Beherrschbarkeit der Risiken hängt vom Reifegrad des IKS, des internen Kontrollsystems, ab. Da gibt es mehrere Reifegrade, aber die gute Nachricht für Sie ist, also es gibt in Deutschland keine Bank, die nicht mindestens ein standardisiertes internes Kontrollsystem hat, eben mit ausgewiesenen, prozessintegrierten Kontrollen und Dokumentation, dass die auch durchgeführt werden. Das wird geprüft durch die Innenrevision und überwacht durch Compliance. Und das bedeutet, in den für Compliance, für Wertpapier-Compliance relevanten Gesichtspunkten haben Sie in der Regel, also jedenfalls wenn im Prüfbericht nichts anderes drinsteht, dann haben Sie ein überwachtes IKS und das erhöht die Beherrschbarkeit der Risiken ganz maßgeblich. Die schlechte Nachricht ist, die Überwachung des IKS ist nach BT 1.2.1.2 genau die Aufgabe der Compliance-Funktion. Das bedeutet,
sicherzustellen, dass das, was zum Stichtag der Prüfung vorhanden war, angemessene und wirksame Kontrollen, dauernd und unterjährig sicherzustellen, ist genau die Aufgabe von Compliance, was letztlich dazu bedeutet, die Risikoanalyse, die wir hier machen, muss sich im Überwachungsplan niederschlagen. Die anderen Punkte, die wichtig sind, die haben Sie sowieso. Also jedenfalls, wenn Sie einen halbwegs sauberen Prüfbericht über das Wertpapiergeschäft vorliegen haben. Sie haben natürlich Grundsätze und Verfahren für das Wertpapiergeschäft, die verbindlich sind. Und natürlich werden die auch regelmäßig aktualisiert. Und Sie wissen auch, wen Sie schulen müssen. Und Sie schulen ja auch. Und die Schulungen werden dokumentiert. Was letztlich bedeutet, wir können hier von einer sehr hohen und sehr guten Beherrschbarkeit des Risikos ausgehen. Das Szenario, das wir jetzt besprochen haben, massenhafter Vertrieb ungeeigneter Produkte, ist trotzdem nicht auszuschließen. Innerhalb von 2 bis 5 Jahren gehe ich aber davon aus, dass sowas maximal einmal vorkommt. Warum? Wenn doch alles so super ist. Naja, also im Massengeschäft hängt ganz viel davon ab, dass man es konsequent richtig macht. Hier haben wir 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass wir auf Menschen und ihre Fähigkeiten setzen. Da sage ich Ihnen nur eins, wenn Sie 1000 Leute haben, dann haben Sie auch gern mal eine Fehlerquote von 5%. Und wenn Sie modern sind, Digitalisierung machen und Technik einsetzen, also den ganzen Beratungsprozess digitalisiert haben und alles im Grunde genommen vom Computer vorberechnen lassen, dann haben Sie da kein Risiko, dass dort was falsch läuft. Aber wenn Computer etwas falsch machen, dann machen Sie es aber richtig falsch. Und das heißt, wenn das Matching von Risikobereitschaft und Kundenprodukten zum Beispiel daran falsch läuft, dass die Daten aus den Wertpapiermitteilungen nicht richtig rüberkommen und damit der Risikoabgleich falsch läuft, dann machen Sie es systematisch falsch und dann haben Sie nicht im Einzelfall mal einen Beratungsfehler, sondern haben Sie es konsequent falsch gemacht. Das heißt, Sie müssen sich für die Parametrisierung des Systems, für die Inputdaten und für die Qualität der Inputdaten interessieren. Genauso wie wenn Sie einen Portfolioansatz fahren und das System dem Berater in der Tortengrafik letztlich schön anzeigt, okay, so viel ist die Aktienquote, so viel ist die Rentenquote, so ist die Liquidität, das sind die Währungsgeschichten. Und das System sortiert sogar die neue Anlage ein und sagt, das ist geeignet. Wenn das System an der Stelle irgendwie einen Programmierfehler hat, haben Sie ein Problem. Und da ist es halt ein Tipp aus meiner Erfahrung, gucken Sie sich auch an, wie Sie die Risikobereitschaften genau kalibriert haben, also was passt zu welcher Risikobereitschaft des Kunden. Man muss hier tief in die Technik einsteigen und das Thema im Griff behalten. Es ist ein gelbes Thema. Hier sind Überwachungshandlungen notwendig und die beziehen sich auf der einen Seite, sich immer wieder für die Technik und die Parametrisierung zu interessieren. Andererseits kommen Sie auch nicht drum herum, den Faktor Mensch einzuarbeiten. Und das bedeutet, Stichproben der Beratungsprotokolle nehmen und gucken, dass hier nicht jemand an der Stelle, wo er eine individuelle Beratung dokumentieren muss, floskelhafte Formulierungen verwendet, mit denen er durchkommt, aber letztlich nichts gesagt hat. Also Fazit, nichts wirklich Neues. Die Regelungen in BT3 und BT6 sind im Grunde genommen eine konsequente Fortschreibung dessen, was die BaFin sowieso schon gesagt hat. Keine neuen Risiken, keine Notwendigkeit, eine komplett neue Risikoanalyse aufzusetzen und vermutlich noch nicht mal eine Notwendigkeit, die Überwachungshandlungen zu ändern. Denn davon gehe ich schon aus, dass man sich mit den Release-Wechseln vom Beratungssystem, der Parametrisierung mindestens einmal jährlich auseinandersetzt und dass man irgendwie die Geeignetheitserklärung stichprobenhaft kontrolliert, darauf hin, dass die Berater es auch richtig machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann guckt doch beim nächsten Mal wieder rein, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen, euch bald wieder begrüßen zu können.